Krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt das alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Oi, was geht ab, Leute? Team Hobbit hier. Heute wieder mit einem Deck-Rating. Da hat uns wieder ein Fan ein Deck geschickt. Heute mal ein Pepe, Draco, Paul, was auch immer, Pendulum-Deck. Nach der neuen Bandliste. Die Jungs schauen sich das heute mal an. Mal schauen, ob sie heute streng oder großzügig zu dem Fan sind. In letzter Zeit war ich nicht so begeistert von deren Rating. Bisschen zu großzügig, meiner Meinung nach. Also, wir haben hier ein Draco Pals Deck. Sieht am Anfang aus eigentlich ganz normal. Hier dreimal dieses normale Draco Slayer da. Dann Vector zweimal Flash. Wie heißt der Flash? Flash Knight. Dann Monkey Board und Laster. Dann dreimal diesen Wolf da, der, genau. Dann Joker, zweimal, wie heißt sie? Magic Doctor oder keine Ahnung. Doctor, ja, genau. Dann Chameleon, zwei Sorcerer, zwei Summoner Monk, ein Rabbit Rescue. Dann dieser Lizard, glaube ich, zweimal Eccentric Archfiend, zweimal die Gitarre, dreimal... Die Qual. Genau. Einmal Instant Fusion, zweimal Dark Hole, einmal Soul Charge, einmal Abstract Goblin, einmal Face Off, zweimal Twin Twister, einmal Bottomless und einmal Treacherous Trap Hole. Ja, also ich glaube, das ist das Bild, das man so in Zukunft vielleicht wahrscheinlich sehen wird. Durch die Bandlist natürlich. Was hier auffällt ist, Summoner Monk ist drin, war glaube ich vorher nicht drin. Und was da noch auffällt ist diese Royal bla bla, wie die heißt. Ich glaube, die macht irgendwas mit Counter und Zauberkarten. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich kenne mich leider mit Draco Pals nicht so gut aus, aber was mir hier auffällt ist, wie gesagt, Summoner Monk, man muss ja eine Zauberkarte abwerfen. Ob man sich das leisten kann in dem Deck, weiß ich jetzt nicht. Zwei Dark Hole, verstehe ich nicht, warum man keinen Dagegen noch zusätzlich spielt. Platzen irgendwie Hintergedanken. Instant Fusion nur auf 1, ich würde sie eventuell sogar öfter spielen. Twin Twister, hat der Nico schon gesagt, ja, kann er auch gleich sagen. Also ich würde anstatt Twin Twister, wenn ich was spielen würde, ich müsste das Space Typhoon spielen, weil die Handkarten einfach zu wichtig sind. Und ja, also da, sag ich mal, in dem Deck ist auf jeden Fall Mystical Space Typhoon und falls man da was Main Deck spielen will, ist auf jeden Fall besser. Ja gut, vielleicht hat er sich überlegt, abzuschmeißen, dann für Chameleon zu holen. Ja, kann auch sein, aber das wäre zu kombolastig, da muss er auch Chameleon schon auf der Hand haben. Wäre vielleicht eine Idee, aber wie Nico schon sagt, Handkarten abzuschmeißen ist schon sehr, sehr kostspielig in dem Deck. Er spielt auch nur zwei Fallen, also keine Strikes. Auch sehr ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ich würde auf jeden Fall mit Strike spielen, damit du einfach mal negieren kannst, damit du einfach mal Monster wegbekommst. Ansonsten, was kann man dazu noch sagen? Wie gefällt euch das Deck? Euer Eindruck? Also ich würde sagen, der dritte Sorcerer ist auf jeden Fall notwendig. Ansonsten, ich bin kein Fan von Summoner Monk. Weil da, sag ich mal, die Handtraps stören da zu sehr und Discarden natürlich auch, ne? Aber eher, sag ich mal, die Handtraps sind da das ist die Problematik. Was man sich da überlegen könnte, auf jeden Fall mit der Dark Engine zu spielen, so ähnlich wie der Gewinner von der YC Prag mit der Armageddon Knight, mit Zephyros, mit der Zauberkarte, ich glaube Pendulum Rising heißt die, ich bin mir jetzt nicht sicher. Die könnte man eventuell spielen, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Raigeki würde ich auf jeden Fall Dark Hole vorziehen. Ansonsten, ja, wollen wir mal, ja, also da gibt es noch, sag ich mal, ein paar Vorschläge, welche man spielen könnte. Ich glaube, das hier ist Kirin, oder? Kirin, ja. Dann Donkey und zweimal Max C. Ich würde sagen, eher Donkey und Max C könnte man sich wirklich überlegen. Max C ist jetzt wieder im Kommen, ist gegen jedes Deck gut. Der Donkey ist auch nicht schlecht, man kann aber damit bricken. Ist eine Überlegung wert. Wollen wir mal kurz zum Extra-Deck kommen auch? Genau, also Extra-Deck Rafflesia, Cowboy, Abyss, genau, was ist das? Das ist glaube ich dieser Paladin, oder? Paladin, ja. Castell,
Ingenieur, dann der, wie heißt der, Farron, ja, was ist das? Wer ist das? Können wir nicht so gut erkennen. Weiß ich auch nicht. Können wir auch nicht so gut erkennen. Stardust, Spark Dragon, Scrap Dragon, Ignista, Norden, Dynomist und die Synchro, die andere. Weiß ich jetzt den Namen auch nicht. Genau. Ja, was können wir dazu sagen? Also ich muss mich dem Nico anschließen. Ich finde das Dracopels, das Dark Dracopels viel besser. Hat mehr Optionen, ist schneller. Ich würde auf jeden Fall noch 1000 Ice Restrict kann man spielen, ja. Ne? Wenn er Instant Fusion spielt, die muss auf jeden Fall rein. Stardust Spark Dragon bin ich nicht so ein Fan davon, Scrap Dragon auch nicht unbedingt. Da, wenn die neue Edition kommt, kann man auch diesen Crystal, ich weiß nicht, ob man den Crystal rausbekommt, ob man da Drachen braucht, ich weiß nicht, die ist Level 8, aber ich bin jetzt nicht sicher. Ja. Ansonsten, was könnte man noch rein tun? Genau. Ich glaube, das wird im Dracopels, werden wir sehen, wie es jetzt im Meta ankommen wird nach der Bandlist. Ich glaube eher nicht, dass es irgendwie noch mitreden kann. Jetzt kommt noch Support raus, wir werden sehen. Das Bild an sich jetzt bin ich nicht so gut. Wie gesagt, ich finde das Dark mit Armageddon halt viel besser. Da würde ich auch dann mehr Instant Fusion spielen, weil du dann einfach dann Armageddon halt was reinlegen kannst. Dann kannst du gleich Instant Fusion hergeben. Auch wie Nico schon sagte, mit 1000 Ice Restrict ganz gut. Ich würde auch Strike spielen auf jeden Fall. Er spielt eigentlich hier nur auf Rafflesia, finde ich nicht so gut. Im Extra könnte man noch eine Hand spielen, eventuell als Vierer. Ja, ich würde den Deck so an sich 3 bis 4 Sterne geben. Und ja. Also ich finde auch, dass die Dark-Variante auf jeden Fall stärker ist. Aber trotzdem, unabhängig davon, müsste man, sag ich mal, ein paar Sachen wie zum Beispiel der dritte Sorcerer und Raigeki statt Darkhold, egal welche Variante, die sind für mich nötig. Extra Deck eventuell müsste man da schauen, ob man noch ein, zwei Karten austauscht. Und sag ich mal, vielleicht zukünftig sollte man auch das Side angeben, weil das Side immer wichtiger wird. Interessant sind zwar, sag ich mal, die Ideen, die er hat noch, aber das Side Deck würden wir auch raten. Also gibt's auch euer Side Deck an, wenn ihr bei uns euer Deck raten lassen wollt. Genau, das war's. Falls ihr noch Vorschläge habt, wie man das Deck verbessern kann, falls ihr eure eigenen Decks mal raten wollt, schickt's uns rein. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business. Hey Jungs, Servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.